219a. Abschaffung, Werbeverbot für Abtreibung. Frau Bayer, können Sie einmal kurz skizzieren, worum es da geht? Und dann werden wir gleich Marco Buschmann, über den wir heute schon so viel gesprochen haben, hören und hören, wie er das begründet, die Streichung dieses Paragraphen. Worum geht es bei diesem Paragraphen aus ärztlicher Sicht? Genau, beim Paragraph 219a geht es darum, dass korrekte und sachliche Information durch Ärztinnen verboten wird. Und deswegen beim Thema Abtreibung, beim Schwangerschaftsabbruch, genau. Mhm. Ja, und deswegen ist es natürlich längst überfällig, dass endlich dieser Paragraph gestrichen wird. Das heißt, damit es alle verstehen nochmal, also was dürften Sie jetzt auf Ihrer Internetseite sagen und was dürfen Sie nicht? Also aktuell nach dem Kompromiss, den es dann ja gab im Verlauf, dürfte ich sagen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche durchführe, aber eben kein weiteres Wort. Also nicht, welche Methoden, bis zu welcher Woche, was die Patientinnen mitbringen sollen, solche Dinge. Das dürfte ich alles nicht sagen, da würde ich mich strafbar machen. Aber Sie könnten es auf Ihrer Internetseite schreiben und man würde Sie dann finden und könnte Sie dann also anzeigen. Wenn Sie einfach nur sagen, dass Sie das durchführen, man könnte Sie finden. Und was könnte dann eine Patientin machen, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenkt? Müsste die bei Ihnen in der Praxis auftauchen, um sich weiter beraten zu lassen? Genau. Oder könnte sie Sie anrufen? Wie wird das laufen? Genau, sie könnte mich anrufen, was natürlich sehr viel Arbeit für die Patientin wäre, verschiedene Praxen durchzutelefonieren. Also warum sollten wir ihr das zumuten? Sie muss ja schnell... Ich will es nur verstehen, aber das geht auch. Also Sie könnten es auch am Telefon machen, das würde gehen. Am Telefon würde es gehen, ja. Okay. Im direkten Austausch quasi schon, ja. Aber warum? Also warum sollten wir sachliche, korrekte Informationen durch Expertinnen, die am besten Bescheid wissen in diesem Bereich, warum sollten wir das kriminalisieren? Es gibt keinen einzigen guten Grund dafür. Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, vielleicht zeigen wir das einmal kurz, der hat das im Grunde ganz ähnlich begründet. Wir hören einmal ganz kurz rein in diese sehr emotional geführte Debatte. Im Internet erlauben wir jedem Verschwörungstheoretiker, jeder Fake News Schleuder, jeden Unsinn über Schwangerschaftsabbrüche zu verbreiten. Aber qualifizierte Ärztinnen und Ärzte als Hüter der Wissenschaft, der Fakten, der Sachlichkeit und der Aufklärung, denen verbieten wir, sachliche Informationen bereitzustellen. Das ist doch absurd. Das ist ein Anachronismus. Das ist eine Ungerechtigkeit. Das Berufsrecht der Ärztinnen und Ärzte gebietet ohnehin, nur sachlich zu informieren und keine reißerische Werbung zu betreiben. Frau Lau, warum gehen da die Emotionen gerade so hoch? Ich glaube, viele Leute, die über den 219a reden, meinen eigentlich den Paragraphen 218. Also wenn man sagt... 218, der den eigentlichen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. Aber also es ist straffrei, aber illegal sozusagen. Unter bestimmten Bedingungen. Erst für drei Monate. Rechtswidrig, ja. Aber nicht. Also es ist strafbar, aber rechtswidrig. So. Selbst wenn man die Zwangsberatung und die Pflichtwartezeit absolviert hat, ist es immer noch rechtswidrig. Genau, also man schlägt den 219a und meint aber eigentlich den 218. Und wir sind jetzt dabei, wieder in so einen Kulturkampf zu geraten. Was ich total interessant finde, ist, das ist so ein bisschen wie mit dem Good Friday-Abkommen in Nordirland. Leute, die nicht mehr erlebt haben, was in den 70er Jahren los war, vergessen einfach, wie kostbar der meinetwegen etwas faule Kompromiss ist, den wir da haben. Also die Wahrheit ist ja, also in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft kann eine Frau mit dem Kind eigentlich so ziemlich machen, was sie will. Also da muss ich einmal einhaken. Das aktuelle Schutzkonzept für den Embryo geht nur, wenn Grundrechte von Schwangeren massiv eingeschränkt werden. Schwangere in Deutschland, also erstmal genau, ist es immer noch ein Straftatbestand. Das ist, als wäre man eine Verbrecherin. Für viele ist das sehr demütigend. Dann zweitens, man muss eine Zwangsberatung absolvieren und drei Tage Pflichtwartezeit abhalten. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das irgendwie funktioniert, dass damit Abbrüche weniger werden. Also die Weltgesundheitsorganisation sagt ganz klar, Strafgesetz können die Zahl der Abbrüche nicht verringern. Sie machen sie nur unsicherer. Sie haben gerade erwähnt, in den 70er Jahren, genau, da sind in Deutschland noch Frauen an unsicheren Abbrüchen gestorben. Das haben wir heute in Deutschland nicht mehr. Aber sie erschweren den Zugang. Sie verzögern den Eingriff. Das ist in einer Situation, in der die Frau sich entschieden hat, sie möchte diesen medizinischen Eingriff wahrnehmen. Und dann
Zögern wir den quasi zeitlich hinaus? Dabei wissen wir, Abbrüche sind am sichersten, je früher sie stattfinden. Okay. Wir sollten alle ein Interesse daran haben, dass die Frauen so schnell wie möglich zu ihrem Recht kommen. Und deswegen ist dieser Kompromiss, den wir haben, ein fauler Kompromiss. Wir merken auch aktuell, dass die Versorgungslage immer schlechter wird, also dass es nicht funktioniert. Darüber ganz wir noch besonders schlimm ist es in Bayern, Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, wo es wirklich kaum noch Ärztinnen gibt, die Abbrüche durchführen. In Bayern führt ein Drittel der Abbrüche einen Arzt durch, der 75 Jahre alt ist. Das heißt, wir haben viele Ärztinnen, die kurz vor dem Rentenalter stehen, die bald aufhören werden. In den nächsten Jahren wird der Versorgungsnotstand noch sehr viel schlimmer werden. Und wir brauchen politische Maßnahmen, um dagegen anzugehen. Für die Frauen ist das eine unglaubliche Belastung. Das ist ganz viel Stress. Die fühlen sich isoliert, alleingelassen. Gedemütigt, die müssen weite Fahrtwege auf sich nehmen, hohe Transportkosten. Und das alles wofür? Also es bringt einfach nichts. Es vermindert nicht die Zahl der Abbrüche. Um das mal ganz kurz auch zu ergänzen, was Sie gerade sagen. Es gibt eine Liste der Bundesärztekammer über Ärzte und Kliniken. Diese Liste ist übrigens auch nicht vollständig. Der Eintrag ist freiwillig. Das heißt, viele Ärzte oder Ärztinnen, die möglicherweise Schwangerschaftsabbrüche durchführen, lassen sich auch nicht auf diese Liste setzen. Die Liste ist völlig unvollständig. Weil sie Angst haben vor Anfeindungen und so weiter. Aber es ist trotzdem, also die Zahlen sind beeindruckend. Es gibt deutschlandweit 369 Einträge, nur 4 Einträge für München, 94 in Berlin, 40 in Hamburg. Also es geht unglaublich auseinander. Genau. Es sind sehr große Schwankungen. Im Nordosten ist die Versorgung noch etwas besser, im Südwesten ist sie besonders schlecht. Frau Scharf, bevor jetzt alles auch durcheinander geht, es geht ja zunächst mal um den 219a Werbeverbot. Sie sagen aber ähnlich wie Frau Lau auch, die Vermutung ist, es geht in Wahrheit um den 218. Welches Problem haben Sie damit, das zu verändern? Also zunächst lohnt ja mal jetzt ein Blick in die Geschichte, was diesen Kompromiss, der heute so formuliert wird, angeht. Nach jahrzehntelanger Debatte und nach wirklich historischen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts haben wir eine rechtliche Situation, die ein austariertes System darstellt. Wir vergessen immer, dass wir es hier um zwei Rechtsgüter, dass sich alles um zwei Rechtsgüter dreht. Zum einen um das Lebensrecht des Kindes, in der ganzen Debatte im Bundestag nicht einmal erwähnt. Zum anderen um das Selbstbestimmungsrecht der werdenden Mutter. Und die Paragraphen 218 und 219 spiegeln sehr gut wider, wie diese beiden Systeme, diese beiden Rechte zusammengebracht werden können. Inwiefern? Wir nehmen jetzt mal zunächst den 219. Der 219a wurde ja vor 3 Jahren noch mal erneuert. Die damalige SPD-Bundesjustizministerin spricht nach dieser Veränderung auch wortwörtlich: Wir haben jetzt Rechtssicherheit für Ärztinnen und für Ärzte. Und wenn wir genau hineinschauen, dann ist der Absatz 4 in diesem 219a ja das, was neu hinzugekommen ist. Dieser Absatz 4 formuliert erstens, dass Ärztinnen und Ärzte anzeigen dürfen, informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und zweitens, dass sie in diese Liste der Bundesärztekammer mit aufgenommen werden. Und zwar nicht nur über die Tatsache, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen, sondern auch über die Methode. Auch das finden Sie in dieser Liste. Ich empfehle mal, in das Internet reinzuschauen. Das heißt, die also, aber offensichtlich eine sehr unvollständige Liste ist, ja? Das kann sein, dass sie unvollständig ist. Ich habe auch andere Zahlen von München, die Sie vorgelesen haben. Okay, ich habe das hier jetzt von der Bundesärztekammer, vom jetzt. Also aktueller Stand. Also Fakt ist doch, wir haben Rechtssicherheit. Wenn es keine 4 sind in München, was vermuten Sie, wie viele sind es dann? Bei uns ist eindeutig so, dass jeder Regierungsbezirk in Bayern, die 7 Regierungsbezirke, abgedeckt sind mit Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und natürlich stellen wir schon auch eine Konzentration fest in den Ballungsräumen, in den urbanen Großraum Gebieten. München wahrscheinlich. Großraum München, Großraum Nürnberg. Aber Tatsache ist doch, dass wir über den 219a, den neuen Absatz 4, jetzt Rechtssicherheit haben für die Ärzte. Und Ärzte. Wir haben keine Rechtssicherheit. Natürlich es gibt weiterhin Anzeigen und es gab weiterhin Verurteilungen seit ich kenne dem eine Kompromiss. Anzeige das ist keine Rechtssicherheit. 2020. Ich habe auch eine Anzeige bekommen. Ihre ist zurückgezogen und genau, aber 4 worden. Monate lang wusste ich nicht, ob da ein Prozess draus wird oder nicht. Es ich möchte mit dem Strafrecht nichts kurz, zu tun haben. Ich muss einmal verstehen. Ja. Sie sind angezeigt worden. Warum? Weil ich in einem Interview sachlich über den Schwangerschaftsabbruch gesprochen habe. Was heißt sachlich, heißt was? Über also die was? Methoden. Ich habe die Methoden erklärt. Medikamentös versus chirurgisch. Und in welchem Interview war das? In welchem Zusammenhang? Das war ein Interview von Gunda-Werner-Institut zum
Ja, zum Schwangerschaftsabbruch. Okay, und das ist auch strafbar im Moment? Also es ist zumindest Anlass, dass eine Anzeige gemacht wird und ich 4 Monate lang nicht weiß, was daraus wird. Und das ist doch eine Bedrohung und das ist doch mit ein Grund, warum es immer weniger Ärztinnen gibt, die Abbrüche durchführen. Ich glaube, die wenigsten, also man muss mal sagen, so 9 von 10 Gynäkologinnen führen in Deutschland keine Abbrüche durch. Und ich glaube, die wenigsten davon haben tiefgreifende moralische Gewissenskonflikte. Ich glaube, sehr viele haben Angst vor Anfeindungen, Angst davor, dass die AbtreibungsgegnerInnen vor der Praxis stehen, Angst davor, vor dem Stigma, es ist ein sehr stigmatisierter Eingriff, oder sich einen schlechten Ruf unter KollegInnen zu holen. Ich glaube, das sind um das einmal ganz kurz zu erklären, weil wir auch wirklich versuchen wollen, heute Abend was zu verstehen. Sie sagen, auch im Medizinstudium kommt das quasi nicht vor, obwohl es der häufigste gynäkologische Eingriff dieses Landes ist? Genau. An vielen Universitäten wird der Schwangerschaftsabbruch kaum oder gar nicht gelehrt, weil eben auch in der Medizin immer noch ein Tabu über diesem Eingriff liegt. Und deswegen werden jetzt vermehrt Medizinstudierende aktiv und organisieren ja auch Workshops selber, sogenannte Papaya-Workshops, wo man an der Papaya als Uterusmodell den chirurgischen Schwangerschaftsabbruch üben kann. Und das Problem ist ja dann auch, wenn man die Weiterbildung macht als Gynäkologin, dann geht man an ein Krankenhaus und man hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, an ein Haus zu kommen, wo keine Abbrüche durchgeführt werden, weil wir zunehmend eben wenn auch Kliniken, wenn der Träger zum Beispiel eine Kirche, die Kirche ist, also zum Beispiel kirchliche, aber zunehmend auch öffentliche Krankenhäuser, auch Universitätskliniken, wo eben von der Chefetage quasi für das ganze Team die Linie vorgegeben wird. Also wenn ich da hingehe als Ärztin, warum und meine ist Weiterbildung das so? Weil man sich, weil man den Ärger nicht damit will, in Berührung weil man kommen. Okay. Und ich meine, die andere Zahl ist ja auch beeindruckend. Ne? 50, also in den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Ärztinnen, Ärzte, die das anbieten, um die Hälfte zurückgegangen. Das ist beeindruckend. Auch die Zahl übrigens der Abbrüche insgesamt geht leicht zurück. Also da gibt es eine Tendenz. Warum haben Sie, Frau Scharf, ein Problem damit? Meine Ärzte dürfen ja sowieso grundsätzlich keine anpreisende Werbung machen. Ne? Ist ja grundsätzlich eigentlich geregelt. Oder habe ich das falsch verstanden? Ist doch richtig so. Das ist so. So. Ist, ne? Ist das so. Ist so. So. Das heißt, warum ist es dann oder könnte es ein Problem sein, wenn eine Ärztin wie Frau Bayer jetzt zum Beispiel auf ihrer Seite sagt, ja, ich mache das und ich sage auch, was ich mache. Anpreisend, also im Sinne von, das ist bei mir am allerbesten und am günstigsten und so, ja, werbend ist das ja nicht, weil das ist ja sowieso geregelt, das dürfen Ärzte prinzipiell nicht. Also was ist schlimm daran, wenn jemand so sachlich und objektiv wie möglich versucht zu informieren, was er oder sie macht? Herr Lanz, ich muss noch mal zurückkommen auf unsere beiden Rechtsgüter. Nochmal das Lebensrecht des Kindes auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Selbstbestimmungsrecht der Mutter. Mhm. Und diese beiden Rechtssituationen müssen Sie zusammenbringen. Und es gibt einfach diesen Kompromiss, der sehr, sehr gut durchgeführt wird, nämlich, dass wir die Beratungsleistungen anbieten, die Beratungspflicht der Schwangeren, bevor sie einen Abbruch vornehmen. Und 96-98% der Schwangerschaftsabbrüche geht genau über dieses System. Und dieses Zusammenspiel, mir kommt immer etwas zu kurz, dass wir das Recht des Lebens nicht im Blick haben. Denn bei uns beginnt, wir haben ein Grundgesetz, in dem klar geregelt ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, Paragraph 1, Absatz 1. Und darauf basieren im Übrigen auch alle Urteile, die wir in der Vergangenheit dazu erlebt haben. Also das heißt, wir haben Rechtssicherheit, was die Information betrifft, wir haben einen guten Kompromiss gefunden über die Beratungsleistung. Und jetzt frage ich mich, warum diese Scheindebatte, Herr Lauterbach, geführt wird über den 219a. Tatsache und Wahrheit ist doch, dass es um den 218 geht. Nein, das, das sagt Ihre Bundesfamilienministerin Paus, das sagen Ihre Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag in dieser Debatte. Und das steht in Ihrem Koalitionsvertrag. Der 218 soll raus aus dem Strafgesetzbuch. Das ist Ihr Plan. Also verschleiern Sie nicht mit dem 219a, wenn Sie eigentlich nicht den 218 meinen. Aber trotzdem noch mal, ganz kurz. Meine Frage war eine andere. Meine Frage war, warum ist es nicht in Ordnung? Das Argument von Herrn Buschmann verstehe ich. Das versteht jeder, auch wenn man juristischer Laie ist. Er sagt, jede Fake News Schleuder kann ihr Zeug ins Netz setzen, aber eine Ärztin wie Frau Bayer darf das dann nicht.
Ja. Es also geht um Information an dem Punkt. Ein Punkt, den ich bei Ihnen verstehe, ist, dass Sie ja wollen, die Union will, dass wir sozusagen als Gesellschaft irgendwo ausdrücken, dass das nicht ein Akt ist wie jeder genau. andere auch. Das verstehe ich auch. Und dass uns das Kind was angeht. So. Ja. Und ich finde, geben Sie mir 2 Sekunden. Und ich finde, diesem Anspruch wird ja der 218 gerecht. Warum brauchen Sie beides? Also warum brauchen Sie das Strafrecht und das Werbeverbot? Genau. Das verstehe ich nicht. Genau, ich war ja damals, um auf die Unterstellung hier reagieren zu können, ich war ja damals auch beteiligt, als wir das reformiert haben, was Sie jetzt den guten Kompromiss nennen bei 219a. Ich glaube, ich habe damals sogar die Bundestagsrede gehalten für meine Fraktion, für das Gesetz. Und muss man kurz erklären, worum es da geht, ne? Ja, es geht darum, also was wir gerade auch besprochen haben, dass eben benannt werden kann, dass man Schwangerschaftsabbrüche macht. Man darf auch nicht sagen auf seiner Homepage, wie man es macht. Genau, das war dieser Kompromiss, von dem Sie gerade sprechen. Und ich das habe passierte diesen, wann? 2000? Das war 2018. 18, okay. Wenn ich das, also, 19 in Kraft 9, getreten. 19? Bitte? 21. Februar 19 in Kraft getreten. Am 19, Kraft, okay. Aber die in Kraft getreten, aber die Debatte war 18. Okay, wie auch immer, aber es ist und nicht sehr lange her. Genau, ich habe für unsere Fraktion damals geredet und habe mich damit auch sehr intensiv beschäftigen müssen daher. Und aus dieser Erfahrung kann ich nur sagen, der Kompromiss hat nicht funktioniert. Die Kollegin hat voll und ganz recht. Weil das Signal, was damit übermittelt wird, ist, wenn ich also einen Eingriff also mache, ich kann sagen, dass ich den Eingriff mache, darf aber nicht beschreiben, wie ich es mache. Dann das stimmt hat das so nicht. In dem Bundesärzteblatt dürfen Sie die Methoden. Es geht um das, was die Frau auf ihrer Homepage, was sie beschreibt, nicht die ominöse Liste. Die Liste wirkt wie ein Pranger. Daher also wollen auch viele Ärzte oder Ärztinnen. Ja, also das sieht man an diesen Zahlen, die ich gerade vorgetragen habe. Das scheint auf jeden Fall so wahrgenommen zu werden. Es ist auch nicht in Ordnung, aber dass Ärztinnen und Ärzte angegriffen werden. Genau, lassen Sie mich trotzdem, weil Sie haben ja unterstellt, also dass also wir das jetzt zu einer Kulturdebatte 218 machen. Das steht doch in Ihrem Koalitionsvertrag. Was nicht stimmt, aber lassen Sie mich trotzdem kurz ausführen, sonst verliere ich den Faden hier. Also für 219a. war die Lösung, wie wir damals gemacht haben, falsch. Die hat nicht funktioniert. Die Liste der Ärztekammer wirkt wie ein Pranger. Die Ärzte, die da gelistet sind, die sind dann sehr häufig auch Gegenstand von Angriffen. Die Kollegen haben das richtig beschrieben. Somit will man da nicht stehen und auf der eigenen Homepage darf ich den Eingriff nennen, aber nicht, wie ich es mache. Das ist so ähnlich, als wenn ich Kniegelenksendoskopien zum Beispiel mache und schreibe, ich arbeite am Knie. Ich darf aber nicht beschreiben, was ich da mache. Ob ich wie ich den Meniskus entferne, ob ich nähe und so weiter und so fort. Das gibt dem Ganzen also den Geruch, das ist eine unseriöse Sache. Das ist im Obskuren, da kann gesagt werden, das wird gemacht, aber nicht wie. Das ist dann kein Eingriff wie jeder andere. Um Werben geht es nicht, sondern es geht nur darum, ich beschreibe, wie ich das mache. Ob ich das medikamentös mache, ob ich chirurgisch mache und so weiter. Und der Eingriff muss behandelt werden wie jeder andere Eingriff auch, entstigmatisiert. Denn nur wenn ich den Eingriff komplett entstigmatisiere, nehme ich auch den Druck von den Ärzten weg, dass da plötzlich etwas also hängen bleibt, als wenn die etwas Unrechtmäßiges machen würden. Und Sie haben es ja auch beschrieben, das ist eine Unverschämtheit, dass sie angezeigt werden können, nur weil sie einen vollkommen legalen Eingriff nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft durchführen. Das gilt ja auch für keinen anderen. Ich überlege, was Ärzte alles an Eingriffen machen, ich will jetzt gar nicht persönlich ansprechen, was tatsächlich suspekt ist. Es werden ja auch Eingriffe gemacht, die also das ist, von ja. daher, das ja. ist doch eine komplett ethische, ja. eine komplett ethische Angelegenheit. Es gibt ganz andere Bereiche, wo wir uns also Sorgen machen müssen, ob da vielleicht falsch informiert wird. Aber das ist doch vollkommen im Kanon. Erst Frau Bayer, dann Frau Schaaf. Ich möchte auch noch mal den Punkt machen, dass wir international schon gerügt werden für diesen 219a, aber auch für die Zwangsberatung, die Zwangswartezeit und dass wir Abbrüche nicht mit den Krankenkassen übernehmen. Dafür werden wir gerügt von der UN-Frauenrechtskonvention. Also es gibt Menschenrechte zu dem Thema. Es gibt einen Anspruch auf reproduktive Gesundheit und Rechte. Und wir in Deutschland sind in diesem Bereich rückständig. Und das finde ich sehr beschämend, muss ich sagen. Und die Weltgesundheitsorganisation, und da bin ich sehr froh, dass Karl Lauterbach jetzt als wissenschaftsorientierter Minister im Amt ist, ganz anders als der Vorgänger. Die Weltgesundheitsorganisation hat Anfang dieses Jahres eine neue Richtlinie herausgegeben und sie empfiehlt dort ganz klar, dass
eine strafrechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs vermieden werden soll, weil sie zur Stigmatisierung beiträgt. Und sie sagt ganz klar, dass Zwangsberatungen und Pflichtwartezeiten Hürden sind, Zugangshürden, die medizinisch nicht indiziert sind und dass Schwangerschaftsabbrüche von der Krankenkasse übernommen werden sollen. Und noch eine Sache, was ich nicht verstehe, ist, es gibt ja tatsächlich wirksame Schutzkonzepte für den Embryo. Ja, das Konzept, das wir jetzt haben, das bringt nichts. Das vermindert nicht die Zahl der Abbrüche. Aber es gibt wirksame Maßnahmen. Und dazu gehört zum Beispiel Verhütung. Das ist Prävention. Und ich verstehe nicht, warum die CDU nicht schon längst in ihrem Parteiprogramm fordert, dass Verhütung eine Krankenkassenleistung wird. Das haben Sie ja in Ihrem Antrag. Das hat die Union ja in Ihrem Antrag stehen. Das ist längst erledigt. Der Antrag läuft. Da kann man im Bundestag dann auch zustimmen. Nämlich, dass Verhütung über die Krankenkasse ja auch die privaten Krankenkassen übernommen werden. Also nicht nur bis zum 22. Lebensjahr. Bis zum 25. Lebensjahr. Bis zum 25. So lautet der Antrag. Ja. Und der Antrag sieht im Übrigen aber auch bis zum 25. Lebensjahr. Frauen können bis 40 Jahre schwanger werden. Das ist mir klar. Ja, aber vielleicht irgendwann das ist doch ja, darüber hinaus. Vielleicht mal die genau, aber warum? Das ist doch wirklich Lebensschutz dann. Also das ist doch eine wirksame Methode. Und das andere ist doch, dass man diejenigen, die Eltern werden wollen, unterstützt. Und auch das ist in Deutschland familienpolitisch leider für arme Menschen sehr schwierig. Jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt. Wir reden von einem Schwangerschaftsabbruch so leichtfertig. Die Frauen, die betroffen sind, die in einer Notsituation sind, Sie kennen wahrscheinlich persönliche Fälle, die in einer Krisensituation sind, brauchen doch jetzt die Unterstützung, brauchen diese Beratung. Und Sie reden von Wartezeit, von Zwangswart. Wir reden von 3 Tagen. Wenn der Beratungsschein ausgestellt ist, wenn ein persönliches Gespräch stattgefunden hat mit einer Frau, dann geht es um 3 Tage Wartezeit, eine Bedenkzeit. Wir reden hier von Leben und Tod. Nochmal, es geht also um den Schutz und das Lebensrecht des ungeborenen Kindes. Genau, also erstmal zu dem Begriff Kind. Wir sind hier in einer öffentlichen Debatte und wir reden über einen medizinischen Eingriff. Und da finde ich es wichtig, dass wir auch präzise Begriffe benutzen. Wir sprechen bis zur 9. Schwangerschaftswoche von einem Embryo, danach von einem Fötus. Von einem Kind sprechen wir erst ab der Geburt. Und das ist wichtig, weil AbtreibungsgegnerInnen sehr gerne diese Begriffe in die Debatte einbringen, um Emotionen zu wecken und die Debatte zu verwässern. Das ist das eine. Und das andere noch mal kurz, noch einen Punkt, weil Sie das mit der Beratung angesprochen haben. Wir müssen anfangen, dass wir Frauen als mündige BürgerInnen anerkennen, die selber in der Lage sind zu entscheiden, ob sie einen Beratungsbedarf haben oder nicht. Es gibt viele Frauen, die wollen lieber im privaten Umfeld über dieses Thema sprechen. Die wollen nicht mit einer anonymen Beraterin darüber sprechen. Und das müssen wir ihnen zugestehen. Das heißt, statt einem Beratungszwang brauchen wir ein Recht auf Beratung. Frau Schaaf. Ich glaube, Sie müssen wirklich mal erstens mal das Grundgesetz lesen und sich darüber bewusst werden. Sie haben die medizinische Variante jetzt dargestellt, wie Sie einteilen im Wachstum. Aber es ist doch ganz klar und auch über Bundesverfassungsgerichte, über historische Gerichtsentscheidungen dargestellt, dass das Leben, der Schutz des ungeborenen Lebens, das Recht auf Leben für uns so in unserem Wertesystem, in unserem Rechtssystem definiert ist. Also Sie können es medizinisch anders einteilen, aber wir reden hier von Recht, von dem Recht auf Leben. Und es beginnt mit der Befruchtung. Es gibt Frau Bayer, würden Sie es denn komplett freistellen? Genau, das wäre also würden meine Sie Frage sagen, gewesen. Keine Fristenregelung, kein gar nichts? Also jede Frau kann also bis wann könnte man sozusagen einen Schwangerschaftsabbruch dann durchführen? Wie ist es in den USA zum Beispiel? Das ist ja dort, auch dort tobt ein echter Kulturkampf um dieses Thema. Und im Moment gerade wieder, die Fronten sind unglaublich verhärtet. Wie ist es dort geregelt? Bis zu welchem Monat? Das machen die Einzelstaaten. Und, ja, jetzt. Also aktuell gibt es noch ein bundesweites, liberales Gesetz, das ermöglicht, dass auf jeden Fall im ersten Trimenon, also bis zur 12. Woche, muss auf jeden Fall ein Zugang da sein. Und dann etwas abgeschwächt bis zur 24. Woche. Okay, weil die Frage ist, ob der oberste Gericht das jetzt ganz grundsätzlich kippt. Es gibt viele Staaten. Ja, genau. Aber es ist auch wichtig, vielleicht noch mal zu sagen. Möglicherweise grundsätzlich verboten wird und so weiter. Ja. Es gibt Fälle von Übergriffen. Es gibt Ärzte, die umgebracht worden sind dafür, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und so weiter. Ja. Und das wäre auch meine Frage an Sie, Frau Bayer. Wir reden hier über etwas, was ja als Kompromiss, denke ich, leidlich funktioniert hat. Das ist ja in dieser Debatte jetzt auch klar geworden. Sehr leidlich, ja. Leidlich funktioniert, genau. Deswegen benutze ich diese Vokabel.
Haben Sie nicht Angst, dass wir jetzt sozusagen etwas wieder aufschnüren, was am Ende noch zu einer stärkeren Polarisierung führt, zu einer weiteren Verhärtung der Fronten? Damit ist ja der Sache der Frauen zu allerletzt gedient. Hm. Ja, nee, ich würde es genau andersherum sehen. Wir sehen gerade an den Entwicklungen in den USA ein Szenario, das auch uns in einigen Jahren hier drohen könnte. Auch hier haben wir eine aktive Lobby von AbtreibungsgegnerInnen. Sie sind zwar in der Minderheit, aber sie sind gut vernetzt und finanziell gut ausgestattet. Und wenn wir jetzt nicht nachdenken über eine gute rechtliche Regelung, die uns absichert gegen solche Rückschritte, dann droht uns genau dieses Szenario. Nee, aber ich würde es genau andersrum sehen. Die würden es ja umdrehen. In ihrer Welt ist es ja genau andersrum. Also in deren Welt ist es ja andersrum. Die würden ja dann sagen, guck mal, jetzt können die sogar Werbung dafür machen. Da können sie tausendmal sagen, das machen wir ganz neutral und möglichst objektiv und so weiter. Hm. Sondern, verstehen Sie, also, was ich meine? Das heißt, das würde die Fronten argumentativ deutlich verhärten. Die Sorge habe ich nicht. Wir haben ja in vielen europäischen Ländern in den letzten Jahren gesehen, dass die liberalere Gesetze entwickeln. Also zum Beispiel Niederlande hat Anfang des Jahres die Pflichtberatung abgeschafft. Mhm. Spanien jetzt gerade in letzte Woche. Mhm. Irland hat 2018 ein sehr liberales neues Abtreibungsgesetz eingeführt. Und dort sehen wir ja auch nicht, dass da jetzt die AbtreibungsgegnerInnen sehr viel aktiver werden. Ja, das ist das eine und das andere. Auch das finde ich mal wichtig zu erwähnen. Die Zahl der Abbrüche in den Ländern, in denen es sehr liberal gehandhabt wird, steigt nicht. Die stagniert. Also es führt nicht dazu, dass sozusagen massenhaft dann plötzlich Abbrüche zusätzlich dazu kommen. Das sage ich ja. Ich weiß, ich will das nur einmal sagen, um das zu verstehen, weil es wichtig ist, einfach sich die Daten mal anzugucken. Ich frage mich ja gerade, um was geht es hier eigentlich? Geht es um das Kind? Geht es um die werdende Mutter? Oder geht es um die Ärztinnen und Ärzte? Also ich glaube, wir können uns, und ich empfehle Ihnen wirklich noch mal nachzuschauen, wie dieser Kompromiss mit der Beratungsleistung, wie diese beiden Rechtsgüter zusammengeführt werden. Sie müssen es zusammensehen. Schauen Sie sich das bitte historisch an, weil Sie dann verstehen. Genauso wie Sie. Wir müssen es zusammensehen. Was sagen Sie denn dann zum Schutz des Lebens? Ich sage, dass der Embryo ohne die Schwangere gar nicht zu denken ist und dass es keinen Sinn macht, den Embryo gegen die Schwangere auszuspielen. Aber darf ich dann noch mal die Frage von Frau Lau aufnehmen? Debatte leider. Bis zu welcher Woche, bis zu welchem Monat, bis zu welchem Stadium würden Sie sagen, kann man einen Abbruch durchführen dann? Also ich glaube, wenn man es außerstrafrechtlich regelt, dann kann man auch über Fristen sprechen und das kann besprochen werden. Mhm. Also es heißt eben nicht außerstrafrechtliche Regelung, dass man gar keine Regelung hat. Das kann man in einem neuen Gesetz zu reproduktiver Gesundheit besprechen. Mhm. Aber nur ein Beispiel, weil in Kanada, das ist tatsächlich ein Land, da wird der Schwangerschaftsabbruch wie jeder andere medizinische Eingriff gehandhabt. Und dort gibt es genauso wenig Spätabbrüche wie in Deutschland. In Deutschland sind das übrigens, also ab der 20. Woche, ungefähr 0,6% aller Abbrüche. Das sind nämlich gewollte Schwangerschaften, wo im Verlauf der Schwangerschaft ein schwerwiegendes Problem festgestellt wird. Und die Schwangere selbst ist die allerletzte, die das möchte. Also sie selbst leidet darunter. Und das möchte ich auch noch mal betonen, weil Sie das vorhin gesagt hatten, so man muss der Schwangeren doch sagen, was sie Schlimmes macht. Warum? Das habe ich nicht verfolgt. Ja, oder so ungefähr so von wegen, sie muss in einer Beratung. Das hat sie nicht gesagt. Also ich denke aber auf jeden Fall, wir müssen... Frau Schaaf weist ja immer auf diese zwei Güter hin, die da abgewogen werden müssen, aber juristisch. Ich denke, dass wir schwangere Menschen auch als moralische Instanzen in ihren eigenen Angelegenheiten anerkennen müssen. Also warum sollte eine Schwangere nicht wissen, was der Embryo ist und welches Potenzial da ist? Die meisten, also 60% der Schwangeren, haben schon Kinder. Sie wissen ganz genau, was daraus wird. Aber warum soll sich der Staat dazwischen schieben? Und vor allem, wenn es doch nichts bringt. Also es vermindert ja nicht die Zahl der Abbrüche. Frau Schaaf. Sie wollen einfach nicht feststellen und nicht registrieren. Sie argumentieren mit Ihrer medizinischen Betrachtungsweise. Das kann ist ja auch ein medizinischer Eingriff. Ich kann es ja sehr gut nachvollziehen. Aber noch mal, wir reden in einer Rechtsordnung. Wir haben geltendes Recht, für das es viele historische Urteile gibt. Das Bundesverfassungsgericht, das lassen Sie vollkommen außen vor. Ein Schwangerschaftsabbruch ist im Strafgesetzbuch nicht umsonst, weil es um Leben und Tod geht. Das sind immer Aushandlungen. Damals, dieser Kompromiss ist 30 Jahre alt. Wir sind jetzt eine Generation weiter. Ich glaube, heute würde das anders entschieden werden. Und damals im Bundesverfassungsgericht wurde von einer Austragungspflicht ausgegangen. Ja, das würde heute so nicht mehr durchgehen. Der Zeitgeist ändert sich. Wir sind eine neue Generation.
Genau. Kurze Frage an den Bundesgesundheitsminister. Sie werden das unterstützen, die Abschaffung von 219a? Ja, auf jeden Fall. Die Abschaffung 219a dient ja der Rechtssicherheit für die betroffenen Ärztinnen und Ärzte. Dafür muss auch ich also mit haften. Und für Abschaffung 218? Ja. Das ist eine breite Debatte, die muss also im Bundestag. Aber wie ist Ihre Position dazu? Ihre Meine persönliche dazu? Position tut hier nichts zur Sache. Ich spreche ja hier qua Amt. Ich kann nur so viel sagen. Wichtig ist, dass wir die... Aber Sie schließen das auch nicht aus, dass es dann irgendwann auch darum geht. Es wird irgendwann also auch zu diesen Fragen wieder neue Lösungen geben, das ist gar keine Frage. Aber zum 218, das nochmal klar zu sagen. Genau, das wird, also die Debatte geht ja weiter, hat die Kollegin ja recht. Aber ich muss also in meiner Funktion mich auf die Dinge konzentrieren, die jetzt anstehen. Und 219a gehört so abgeschafft. Das funktioniert nicht. Das stigmatisiert die Ärztinnen und Ärzte, die das machen, zu Unrecht. Hier handelt es sich nur um Werbung. Das muss weg. Das hat nicht funktioniert. Der Pranger bringt es nicht. Und das führt in die falsche Richtung. Das muss auch schnell geschehen, weil uns gehen die Ärztinnen und Ärzte aus, die diesen Eingriff machen. Und das können wir nicht zulassen, weil hier müssen wir die Versorgungssicherheit darstellen. Mhm.